Ihr Lieben, heute ist Muttertag und deshalb möchte ich auch heute den Gottesdienst dafür nutzen, um zu diesem Thema etwas zu sagen. Nicht explizit zum Thema Mutter sein, aber Frau sein. Ich denke, es ist auch in einigen Wochen Vatertag und da kann ich mich auch explizit an die Männer wenden. Das Thema, über was ich heute predigen möchte, ist von der Erschaffung und Abschaffung der Frau. Ihr habt richtig gehört, von der Erschaffung und Abschaffung der Frau. Und ich wollte mich ein bisschen schlau machen, wie so das ganze Thema Frau sein, Mutter sein heute von der Gesellschaft gesehen wird. Man weiß zwar schon genug, ja, man bekommt, denke ich, genug mit. Aber dann bin ich mal auf die Internetseite von Idea Spektrum, was ja meines Wissens nach die größte christliche Zeitschrift in Deutschland ist, gegangen. Und da war ich einfach erstmal schockiert, was so die Top-Artikel auf dieser Seite waren. Und ich lese euch jetzt mal nur ganz vorbehaltlos die Überschriften. Baptistengemeinde, Ordnungsamt bricht Bethaustür auf. Finnland, evangelischer Geistlicher wegen Hassrede angeklagt. Kontroverse um Artikel eines konservativen Pastors. Nach Protesten Pastor Piel entschuldigt sich. Aus diesem Artikel zitiere ich aus dem letzten. Der Geistliche der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Johannes begründete in einem Beitrag die Rolle der klassischen Familie aus Vater, Mutter und Kind mit der Bibel und äußerte sich kritisch zu anderen Lebensformen. Daraufhin hatte sich die Kirchenleitung in Hannover von ihm, Achtung, ganz beliebtes Wort, distanziert und zum Gespräch einbestellt. Im Anschluss daran wurde der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA mitgeteilt: Uns allen ist daran gelegen, die entstandenen Verletzungen zu heilen. Unstrittig ist, dass die Positionen, die Pastor Piel im Gemeindebrief geäußert hat, für uns als Kirche untragbar sind. Das, wie es hier genannt wird, klassische Familienbild, könnte auch sagen, biblisch geprägte Familienbild, wird nicht nur von der Gesellschaft hinterfragt, sondern von der Institution, die sich Kirche von Jesus Christus nennt. Ihr Lieben, wir leben jetzt gerade in einer spannenden Zeit. Dies ist nichts Geringeres als ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Merkt euch diese Worte. Und sollte ich übertrieben haben, dann werden wir in einigen Jahren dankbar zurückblicken und sagen, ah, der Pastor hat es ein bisschen übertrieben. Aber die Geschichte wird zeigen, ob das hier übertrieben ist, was ich heute sage, oder nicht. Ziel dieser aktuellen Phase ist nicht die Veränderung der Gesellschaft, sondern die Abschaffung des Menschen, so wie wir ihn kennen. Als Mann und Frau, als Vater und Mutter und auch als Kinder. Das Schlechte daran ist, es wird hier schwieriger für uns, auch als Hoffnungskirche. Wenn man es überhaupt als schlecht bezeichnen will, dass es schwieriger wird. Das Positive ist, dass die Heuchler ganz schnell gehen werden. Dass diejenigen, die vielleicht hier sind, weil sie gerne mal Lobpreismusik hören oder sagen, Mensch, tolle Band. Oder dass diejenigen, die hier sind, weil sie denken, Mensch, der Pastor hat rhetorisch was auf dem Kasten, die werden alle bald nicht mehr hier sein. Sondern diejenigen, die hier sind wegen Jesus Christus und weil er Herr ist. Das heißt, jede Form von Widerstand hat einen heilsamen Effekt auf die Gemeinde von Jesus Christus. Und ich habe gesehen, dass in der Jugend diese Woche das Thema war, ein Same ist das Blut der Christen. Wo es darum ging, dass gerade da, wo Christen verfolgt, misshandelt und getötet werden, wächst das Christentum. Und ich habe schon mehrmals erwähnt, dass ich kürzlich die Biografie von Bonhoeffer gelesen hatte. Und da, als es nun dazu kam, dass die ersten Christen der bekennenden evangelischen Kirche inhaftiert wurden, da schrieb eine Mutter von jemandem, der inhaftiert wurde,
Ist das nicht eine interessante Zeit, dass das arme Christentum, was so bedrängt wird, gleichzeitig genau jetzt so lebendig wird? Was für eine Beweiskraft für seine Richtigkeit. Wenn es nun so ist, ihr Lieben, dass wir als Gemeinde mit dem, was wir für die Wahrheit halten, was die Wahrheit ist, durch Lüge angegriffen werden, dann können wir grundsätzlich auf drei unterschiedliche Arten dem entgegentreten. Erstens, wir passen uns an. Zweitens, wir schotten uns ab. Oder drittens, und das ist der Weg für uns, wir bezeugen die Wahrheit. Anpassen heißt, unserem Herrn Jesus Christus und seinem Wort untreu zu werden. Abschotten heißt, die Menschen der Verdammnis und dem Gericht zu überlassen, wenn wir uns von ihnen zurückziehen. Aber bezeugen heißt, dass wir dem Herrn treu sind und unsere Mitmenschen lieben, indem wir die Wahrheit proklamieren und bezeugen. Aus Liebe und Überzeugung. Und heute wollen wir den Fokus auf die Frau legen. Erster Punkt, die Abschaffung der Frau. Und der zweite Punkt ist die Erschaffung der Frau. Der Feminismus wird als eine Bewegung für die Frau verstanden. Und das geht hinein bis in die Kirchen und Gemeinden. Aber ist der Feminismus, man könnte natürlich auch mehrere Bewegungen hier reinbringen, ist klar. Doch gerade was das Bild der Frau angeht, ist der Feminismus ohne Zweifel die stärkste prägende Kraft in unserem Land und alles, was dadurch auch mit entstanden ist. Ist der Feminismus wirklich eine Bewegung für euch, liebe Frauen? Ist es etwas, was euch freisetzt und was euer Bestes sucht? Ich bin auf einen Artikel von Rebecca Merkel gestoßen, also einer Frau, einer christlichen Frau, und sie schreibt Folgendes. Wenn Sie durchschnittliche Leute fragen, worum es bei der feministischen Sache geht, dann werden Sie ihnen sagen, dass es darum geht, dass Frauen gleichberechtigt mit Männern sind. Darum, dass wir nicht als minderwertige Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Und natürlich, wenn man es so ausdrückt, welcher vernünftige Mensch würde dem widersprechen? Richtig? Also, was ist falsch am Feminismus? Ehrlich gesagt, läuft vieles auf einen Kampf um Definitionen hinaus. Die Frage ist, was bedeutet gleich wirklich? Bedeutet es dasselbe? Ein Christ glaubt, dass Frauen anders sind als Männer, mit anderen Stärken, anderen Fähigkeiten und anderen Aufgaben. Wir glauben nicht, dass dieser Unterschied Ungleichheit impliziert. Eine Feministin hingegen glaubt, dass wahre Gleichheit nur durch Gleichmachung erreicht werden kann. Das ist es, was der Kern der Sache ist. An der Oberfläche wirkt der Feminismus als eine befreiende Bewegung für die Frau. Doch der eigentliche Kern des Feminismus, wenn man sich damit beschäftigt, ist, und jetzt Achtung, der eigentliche Kern des Feminismus ist eine zutiefst maskuline Bewegung, da ein männliches Bild erzeugt wird, in das die Frau hineingepresst werden soll. Das bedeutet, wir als Christen sind absolut für die absolute Gleichberechtigung von Mann und Frau, aber nicht für die absolute Gleichmachung, denn sie sind auf eine herrliche Weise unterschiedlich geschaffen. Doch der Feminismus hingegen nimmt das Bild des Mannes in der Gesellschaft und sagt, die Frauen sollen genauso sein. Deswegen, so tragisch das doch ist, ist die feministische Bewegung in ihrem Kern keine feminine, sondern eine zutiefst maskuline Bewegung, die Frauen etwas auf die Schultern auflädt, was sie gar nicht bestimmt sind, tragen zu müssen.
Frauen in die vollzeitliche Arbeit. Nichts dagegen einzuwenden. Bitte versteht mich nicht falsch. Ja? Aber den Frauen wird gesagt, wenn du nicht arbeitest oder in Spitzenpositionen bist, Karriere machst, auch noch im Militär oder in politischen Spitzenpositionen, in Aufsichtsräten sitzt, dann ist es richtig, dass du dich als Frau schlecht und ungebraucht fühlst, minderwertig fühlst. Und was natürlich mit dieser Bewegung einhergeht, wenn die Frauen letztendlich eigentlich Männer werden sollen, was bedeutet das für die Kinder? Alle ab. Ganztagsbetreuung, Ganztagskita. Der Staat kümmert sich um unsere Kinder. Gib uns die Kinder und du gibst uns das Morgen. Und du kannst nichts daran ändern. Und man kann nicht den Feminismus erwähnen, ohne auch das Versagen der Männer in Gemeinde und Gesellschaft zu Wort zu bringen. Dieser Prozess wird dadurch verstärkt und spitzt sich zu, weil Männer versagen, erstens, indem sie weiblich sind oder verweichlichte Männer sind, zweitens, indem sie dominante Machos sind. Ja, ihr kennt, habt bestimmt schon mal den Witz gehört. Seid ihr Männer oder Memmen? Und die Antwort lautet, Männer. Die Frage ist, wo sind wir vom Zeitgeist denn hier betroffen? Und ich möchte die Frage, diese grundlegend philosophische, bedeutsame Frage von König Salomo, die er schon 1000 vor Christus gestellt hat, die möchte ich jetzt sagen, hier in den Raum stellen. Nämlich Salomo fragte schon, wer kann den Menschen sagen, was gut für ihn ist? Wer kann dir, Frau, sagen, was gut für dich ist? Ist es der Feminismus? Ist es dein Herz? Ist es die beste Freundin? Oder ist es der lebendige Gott? Das ist der Kern des Konflikts. Ihr alle kennt die Tatsache, dass die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte haben Menschen gedacht, dass die Sonne sich um die Erde dreht und nicht die Erde um die Sonne. Und da hat ein Professor mal gefragt, warum glaubt ihr, Studenten, warum Menschen das so lange glaubten? Und sie sagten, naja, weil das so aussieht, die Sonne bewegt sich ja um uns herum. Und dann fragte er, ja, und wie hätte es denn sein sollen, damit man es richtig wahrnehmen würde? Kurze Pause, nachdenken und dann fingen alle an zu lachen, weil egal wie es in Wahrheit ist, es sieht immer gleich aus. Und der Punkt ist, dass der Stand, von dem du alles beurteilst, entscheidet schon darüber, ob du es richtig beurteilst oder nicht. Wenn du von der Sonne auf die Erde blickst, dann siehst du, die Erde dreht sich um die Sonne herum. Aber von der Erde siehst du das nicht. Und so ist die Frage, hat der moderne, emanzipierte, postmoderne, gebildete Mensch vielleicht etwas zu viel auf sich gehalten, wenn er in dem Glauben lebt, ich kann alles aus meiner Warte beobachten und erkennt er vielleicht nicht, dass er es komplett falsch herum interpretiert. Und somit kommen wir auf die Stimme unseres Schöpfers, der dich gemacht hat, als Mann und als Frau. Die Erschaffung der Frau. Politisch korrekt wäre es wohl besser, wenn ich sagen würde, die Sie-Schaffung der Frau. Solche verrückten Auswüchse sieht man immer mehr. Ich habe das mitbekommen, was da im amerikanischen Kongress los war, ne? Dass jemand das Gebet beendet hat mit A man and a woman. Was natürlich höchst amüsant ist, weil die Person scheinbar wirklich gedacht hat, dass das von dem Wort Mann abstand, ist aber aus dem Hebräischen und hat mit Mann überhaupt nichts zu tun. Egal. Die Erschaffung der Frau. Und jetzt, ja, nachdem wir uns einen Blick in die Gesellschaft geworfen haben und gesehen haben, okay, da wird eigentlich eher abgeschafft. Da wird ja nicht nur die Frau auf krampfhafte Art versucht, vermännlich zu werden, sondern auch Gender Mainstreaming. Die Hinterfragung, ob es überhaupt so etwas gibt wie ein biologisches, festgelegtes Geschlecht. Ja, es wird alles hinterfragt und wir werden sehen, es wird immer mehr abgeschafft werden. So,
Was sagt die Bibel über die Erschaffung der Frau, so wie sie gemacht ist, so wie sie geschaffen ist? Und jetzt blicken wir ins Wort Gottes. 1. Mose Kapitel 1. Und es ist so wundervoll von Gott. Du musst nur die erste Seite der Bibel lesen, um zu wissen, wer du bist. 1. Mose Kapitel 1, zwei Verse, Vers 27 und 31. Und dort heißt es, Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Oh Mann, ich könnte so weit ausholen. Ich habe letzte Woche ein Buch gelesen, das heißt Der Gotteswahn von Richard Dawkins. Und er ist so mit die Speerspitze des modernen Atheismus. Und man liest in diesen ganzen Büchern, man sieht so eine klare Tendenz, nämlich die Botschaft ist, du bist nicht nur einfach nur aus Zufall hier, sprich Evolution, Big Bang etc., sondern du bist überhaupt nicht besser als irgendein Tier. Du bist nur ein Tier. Es wird die Bedeutsamkeit und der Wert eines Menschen komplett rausgesaugt durch diese Weltanschauung. Aber was ist die Wahrheit? Du bist kein Tier. Von keiner Schöpfung heißt es in der ganzen Schöpfungsgeschichte, dass irgendetwas im Bilde Gottes geschaffen ist. Noch nicht mal die Engel. Aber der Mensch, du bist im Bilde Gottes geschaffen. Du hast einen in dir liegenden Wert, den dir keiner nehmen kann, den du von Gott selbst hast. Und was wir hier auch sehen, ist, dass im Bilde Gottes bedeutet, wie es hier steht, dass Mann und Frau im Bilde Gottes geschaffen wurden. Nicht nur der Mann, nein. Wir haben hier direkt zu Beginn der Botschaft der ganzen Bibel die klare Botschaft, Mann und Frau von mir gemacht in meinem Bild. Gleichwertig, gleichsam im Bilde Gottes. Und genauso wie wenn es heißt hier im Bilde Gottes, was heißt das? Und es heißt ganz viel. Ja? Eigentlich beinhaltet es jede Wesensmäßigkeit zwischen uns und Gott, auch wenn wir niemals Gott werden, sondern seine Geschöpfe bleiben. Aber wie Gott eine Dreieinigkeit ist, so ist Mann und Frau quasi eine Zweieinigkeit. Die Herrlichkeit Gottes von mehreren Personen in einer unterschiedlichen Rollenverteilung mit perfekter Harmonie in abgespeckter Version als Mensch, Mann und Frau. Gleich wertvoll, aber nicht gleichsam in allen Punkten, sondern wundervoll einander ergänzend. Und deswegen ist Gender Mainstreaming und die ganzen Auswüchse unserer modernen Gesellschaft, ihr Lieben, das ist keine neutrale Bewegung, sondern das ist ein Angriff auf die Herrlichkeit Gottes selbst. Denn wer sagt, dass wie Mann und Frau geschaffen sind, schlecht ist und abgeschafft gehört, der sagt eigentlich genau das über Gott. Denn er ist ein Gott in drei Personen. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott und es gibt nur einen Gott. Kapieren wir nicht? Und ist das nicht einfach sowas von leicht zu akzeptieren, wenn wir uns bewusst werden, wir sind Geschöpfe, er ist der Schöpfer? Wie kommen wir auf die hochmütige Idee, dass wir verstehen, wer Gott ist? Wir verstehen einen Teil, das, was er von sich gezeigt hat. Aber jedenfalls Mann und Frau mit einem Wert im Bild Gottes. Gleichwertig, aber nicht in jedem Punkt gleich, sondern vielmehr auf herrliche Weise, wie die Dreieinigkeit selbst, einander ergänzend. Und jetzt Vers 31. Und jetzt Achtung, weil das ist hier, das ist so wichtig. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, siehe, sagt Gott, es war sehr gut. Über die anderen Dinge in der Schöpfung sagte Gott immer, siehe, es war gut. Und du kennst, egal ob du an den Grand Canyon denkst oder an die Blüte einer wunderschönen Rose, du schaust es an und du sagst, wow, aber das alles ist nur gut. Dass du als Frau oder als Mann
und Frauen und Männer miteinander geschaffen wurden. Das bezeichnet Gott als sehr gut. Das ist deine Bestimmung, die ich in dich hineingelegt habe, in deine DNA gelegt habe. Da findest du deine Bestimmung. Nicht in der Abschaffung deines Geschlechts, nicht in der Abschaffung deiner Rolle, sondern so, wie ich dich will. Gott gibt dir Bestimmung. Und es ist nicht so, dass die Botschaft ist, ja, ihr Frauen, ihr habt halt eine andere Bestimmung als der Mann, müsst euch damit abfinden. Nein, die Botschaft ist vielmehr, sieh doch die Herrlichkeit und Schönheit, die Gott dir als Frau gegeben hat, eine Herrlichkeit, die der Mann nicht hat. Und freu dich darin, denn Gott hat es gut erdacht. Und das ist der Weg zum Erfülltsein und zum Finden seiner eigenen Bestimmung und zum Glück. In Galater 3, Vers 28, dort lesen wir, wir werden es auch noch sehen in der Predigtserie, dass in Christus ist weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch frei. Das bedeutet allesamt gleich in Christus, was ihren Wert betrifft. Die Gleichstellung von Mann und Frau ist keine feministische Idee, sondern eine Idee des Neuen Testaments, des Gottes der Bibel. Merkel schreibt weiter in ihrem Artikel: Wir glauben, dass Frauen anders sind als Männer und deshalb an den Maßstäben dessen, was eine exzellente Frau ausmacht, gemessen werden müssen. Und zwar nach unseren eigenen Maßstäben. Eine leistungsfähige, bewundernswerte Frau sieht anders aus als ein leistungsfähiger, bewundernswerter Mann. Und sie wird andere Dinge erreichen. Das ist wirklich der Kern unserer Meinungsverschiedenheit mit den Feministinnen. Sie wollen, dass die Standards, Kategorien und Beurteilungen für Männer und Frauen genau gleich aussehen. Das heißt, wir verstehen uns als Christentum als eine Bewegung, die Frauen freisetzt. Die der beste Weg ist, den eine Frau einschlagen kann. Wo sie ihre Bestimmung findet und ihr wahres Glück. Wozu wurde die Frau erschaffen? 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt. Das heißt, Adam allein, der Mensch allein, nicht gut. Der Mensch mit einer Gehilfin, die zu ihm passt, sehr gut. Lass dich durch das Wort Hilfe nicht irritieren. Ich habe es schon oft genug eigentlich gesagt. Gott bezeichnet sich selbst in der Bibel sehr oft mit exakt diesem hebräischen Wort für sein Volk. Er sagt, ich bin dein Helfer. Das hat nichts damit zu tun, dass eine Person alleine klarkommt, aber so ein bisschen Hilfe kann nicht schaden. Nein, es geht vielmehr darum, dass der Mann es ohne die Frau nicht schafft. Er braucht eine Gehilfin, die ihm entspricht und die ihm hilft, seine Berufung zu erfüllen, und darin erfüllt sie ihre Berufung. Das heißt, sie ist eine Gehilfin. Zweitens, 1. Mose 3, Vers 15, sie ist die Hoffnungsträgerin für die menschliche Rasse. Denn sie trägt die Messias-Erwartung mit sich. 1. Mose 3, Vers 15. Und dort heißt es im zweiten Teil des Verses: Und er wird dir den Kopf zertreten. Oh, ich lese ab Vers, ab dem Anfang des Verses. 1. Mose 3, 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, also dem Teufel, und der Frau. Und jetzt kommt's. Und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das bedeutet, nach dem Sündenfall der Menschen hat Gott einen Retter versprochen, der von einer Frau geboren werden wird. Deswegen, wenn ihr die alttestamentlichen Geschichten lest, zum Beispiel von Hannah, die zuerst keine Kinder bekommen konnte und es war für sie wie der Weltuntergang. Frauen denken heute gar nicht mehr so, weil damals so tief im Menschen verankert war, Kinder sind die Zukunft und in der Zukunft kommt durch eins dieser Kinder der Retter für uns alle. Deswegen ist dies so eine hohe Berufung, dass Frauen zu Müttern berufen sind und dass nur sie diejenigen sind, die Kinder gebären können. Die Frau ist der Haupteinfluss auf die Kinder. Und das sehen wir auch in 1. Timotheus 2. Das könnt ihr gerne mal kurz aufschlagen, weil das ist ein Vers, der natürlich sehr häufig falsch verstanden wird. 1. Timotheus Kapitel 2. Und dort heißt es in Vers 15, und hier geht es natürlich um die
Verschiedenartigkeit in der Rolle zwischen Mann und Frau. Und Vers 15, dort heißt es dann, sie, die Frau, wird aber gerettet werden, und jetzt kommt's, beim Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in Liebe und in Heiligkeit und in Besonnenheit. Und da könnte man auf den ersten Blick natürlich denken, okay, Kinder gebären bedeutet, wenn ich Kinder gebäre, werde ich errettet. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Wir müssen nicht nur die Schrift ernst nehmen, sondern die ganze Schrift ernst nehmen. Und die Schrift macht an hunderten Stellen klar, dass der Mensch, wie auch wir im Galaterbrief, Hammerschlag für Hammerschlag sehen, allein durch den Glauben aus Gnade vor Gott gerecht wird, nicht durch das Gebären von Kindern. Aber dieses Wort sozo, retten im Griechischen, hat nicht nur die Bedeutung, dass es um die Rettung der Seele für die Ewigkeit geht, sondern auch, dass es um die Wiederherstellung oder Rettung einer bestimmten Position geht. Denn die Frau, wie es auch hier im Abschnitt steht, sie hat ihre Position verloren, als sie als Gehilfin Adam zu Fall gebracht hat. Sie wurde versucht, sie hat Adam verführt. Aber sie wird nach dem Sündenfall in ihrer Berufung wiederhergestellt, indem sie jetzt als diejenige, die die Hoffnungsträgerin ist und von Gott dazu erklärt wurde, dass von ihr kommt der Messias, sie ist die Hoffnung für die Zukunft der Welt, dadurch, dass sie Kinder gebärt und diese Kinder prägt, sodass sie im Glauben an Jesus Christus leben. Das ist die Ehre der Frau, das ist die Herstellung ihrer Würde als Frau, selbst wenn es auch durchaus der Fall sein kann, dass eine Frau zum Single-Sein und zum Alleinbleiben berufen ist. Aber darum geht es heute nicht. Heute reden wir einfach etwas eher in einleitender, einführender Weise. Das bedeutet, die Frau hat eine herrliche Berufung als Gehilfin, als Hoffnung dadurch, dass sie Kinder gebärt, und sie ist der Haupteinfluss auf die Kinder. Das Buch Sprüche ruft ganz klar die Kinder dazu auf, nicht nur ihrem Vater zu gehorchen, sondern die Belehrung deiner Mutter zu beachten. Mütter haben Autorität zu Hause, und zwar über alle ihre Kinder. Sie sind der Haupteinfluss. Ihr, liebe Frauen, seid der prägendste Einfluss auf die Kinder. Denn niemand verbringt, wenn es richtig läuft, so viel Zeit mit ihnen wie ihr. Und das wiederum schafft so eine herrliche Ergänzung. 1. Korinther 11, da lesen wir diese wunderbaren Worte. So ist nun der Mann weder etwas ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, aber die Frau ist gleichzeitig diejenige, die jeden Mann auf Planet Erde geboren hat, außer Adam. Versteht ihr? Es ist eine herrliche gegenseitige Ergänzung. Väter bauen die Gesellschaft von heute, Mütter von morgen. Ihr Väter baut die Welt heute, ihr Mütter baut die Welt von morgen. Was passierte durch die Sünde? Nächste Frage. Was ist mit dieser herrlichen Ergänzung passiert? Nun, ganz einfach gesagt, die Harmonie wurde zum Kampf. Zurück in 1. Mose Kapitel 3. Hier ist der Sündenfall, hier passiert das Drama, und das hat auf die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau die Auswirkungen, unter denen ihr alle leidet. Und das ist die Sünde in euch und in eurem Partner. Und hier heißt es in 1. Mose 3, Vers 16, und zu der Frau sprach Gott, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und jetzt kommt's. Und nach deinem Mann wird dein Begehren sein, er aber wird über dich herrschen. Ganz wichtig, hier steht nicht, er aber soll über dich herrschen. Gott beschreibt hier den Fluch, unter den die ganze Menschheit gestellt wurde, durch die Ablehnung von Gott, durch das sich Lostrennen von Gott. Denn ein Mann kann für seine Frau nicht der Mann sein, der er sein soll ohne Gott. Und die Frau kann für ihren Mann nicht die Frau sein, die sie sein soll ohne Gott. Und deswegen gehen die Rollen den Bach runter, im wahrsten Sinne des Wortes. Und aus der Harmonie passiert, dass ein Kampf daraus wird. Den Kampf kennt ihr doch alle. Mensch, was für ein klarer Beweis für die Wahrhaftigkeit der Bibel. Denn die Bibel ist das einzige Buch, was von der Sündhaftigkeit des Menschen spricht. Dass du kannst dich noch nicht mal dafür entscheiden, von heute auf morgen ein ganz toller Ehemann oder eine ganz tolle Ehefrau zu werden. Du kannst es einfach nicht. Da ist die Sünde, die hält dich davon ab. Da kommt immer wieder das Ego durch und man beleidigt und man kämpft um seine Rolle und diese ganzen Dinge, die uns so wehtun, unter denen wir leiden. Und gleichzeitig sehen wir immer, wir sind diejenigen, die andere verletzen, den Partner verletzen, nicht der sind, der wir eigentlich sein möchten. Und es ist alles die Sünde.
Das bedeutet, der Feminismus ist eigentlich ein Spiegel für die Wahrhaftigkeit der Bibel. Dass Frauen anfangen, allerdings nicht auf richtige Weise, wohlgemerkt, um ihre Position zu kämpfen und die Männer auf der anderen Seite, gerade in patriarchalisch geprägten Gesellschaften, dass sie diejenigen sind, die mit Dominanz und Macho-Gehabe ihre Frauen im Zaum halten. Beides zutiefst sündhaft. Und hier müssen wir Buße tun. Und ich frage mich auch, ja, wenn ich nur an mein eigenes Eheleben denke, manche Sachen, wenn einer von euch dabei wäre, würde ich niemals so mit meiner Frau sprechen, wenn in eurer Gegenwart. Und trotzdem mache ich es. Ihr Lieben, Gott sieht, wie du deine Frau behandelst. Und Gott sieht, wie du zu deinem Mann bist. Und er sieht, wie sehr wir eigentlich ihn brauchen, um in unsere wahre Bestimmung hineinzuwachsen. Die Frau eigentlich dazu berufen, eine Gehilfin zu sein, aber wie es hier heißt, sie begehrt nach dem Mann, sie manipuliert, sie versucht auf ihre Art dominant zu sein und auf der anderen Seite der Mann, der eigentlich dazu berufen ist, ein liebevolles Haupt, ein opferbereiter, hingebungsvoller Mann zu sein, er herrscht über die Frau. Und diese Herrschaft nebenbei bemerkt, vielleicht sind einige Männer hier, die nicht äußerlich gesehen hart sind und doch beherrschst du deine Frau, ohne es zu wissen. Oder es ist dir einfach nicht bewusst. Du denkst, dass wenn du deine Füße hochlegst und alles gut und richtig nennst, was deine Frau macht, dass du dadurch ein sanftmütiger Mann bist? Nein. Du bist eher überhaupt kein Mann. Aber das Schlimme daran ist, dass das nur eine Form von passiver statt aktiver Herrschaft ist. Denn während deine Frau dich eigentlich braucht, verweigerst du dich ihr und sie kann nichts machen, weil du das so machst. Das ist eine Form von Dominanz und Beherrschung. Und auch davon müssen wir Männer umkehren. Und die Lösung ist nicht Patriarchalismus, auch nicht Feminismus, sondern, preis den Herrn, das Evangelium, was uns in unsere eigentliche und glückselige Rolle, wie der Schöpfer uns geschaffen und gemacht hat, dass wir diese Rolle durch Christus finden. Was ist nun die Rolle der Frau? Kolosser 3, Vers 18 bis 19. Kolosser 3, 18 bis 19. Und dort heißt es: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frau und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Hier sehen wir eine klare Ausrichtung. Die Frau ist dazu berufen, sich ihrem Mann unterzuordnen. Und wenn wir andere Beispiele noch mit hineinnehmen, ist sie auch dazu berufen, ihren Mann zu ehren. Die stärkste Betonung bei der Frau ist: Ehre deinen Mann. Und die stärkste Bedeutung im Aufruf an den Mann ist: Liebe deine Frau. Wir Männer sehnen uns nach Ehre. Und ihr Frauen sehnt euch nach Liebe. Und das ist es, wozu Gott uns beruft. Aber das Problem ist, so schnell kommen wir in eine Abwärtsspirale an. Der Mann, der nicht geehrt wird, besteht auf seine Ehre oder demütigt seine Frau. Und die Frau, die nicht geliebt wird, sie wird hart oder manipulativ oder fordernd gegenüber ihrem Mann oder gibt ihm das Gegenteil von Ehre, nämlich Verachtung. Und diese Abwärtsspirale, ihr Lieben, das weiß ich aus der Seelsorge, diese Abwärtsspirale, die hat keinen Boden da unten. Die geht immer tiefer. Die geht immer tiefer. Und wenn du da heraus willst, dann ist die frohe Botschaft, du bist nicht abhängig von deinem Partner. Ich sage nicht, dass es leicht ist, aber ich sage, dass wenn Christus in dir wohnt, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann kannst du dem Befehl, der hier an dich und nicht an deinen Partner gestellt wird, kannst du gehorsam sein. Denn, ich sage das bestimmt auch schon zum fünften Mal jetzt in den letzten Jahren, aber vielen fehlt schlicht und ergreifend die Beobachtung, dass hier nicht steht: Ihr Männer, fordert von euren Frauen, dass sie sich euch unterordnen.
steht hier nicht. Die Frauen werden angesprochen und Gott sagt euch, ordnet euch euren Männern unter. Ich sag euch das. Nicht ihr Männer seid dazu berufen, das von euren Frauen einzuverlangen. Und genauso heißt es nicht, ihr Frauen, besteht darauf, dass eure Männer euch lieben, dass sie euch Zärtlichkeit geben und dies und jenes. Nein, der Herr spricht zu euch, Männer. Der Herr, nicht eure Frau, spricht zu euch. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Wenn wir nur einander im Jetzt-Zustand sehen, liebe Ehepartnerinnen und Ehepartner, dann wird es keine Veränderung geben. Wir brauchen das, was 2. Korinther 5 uns lehrt, wo es heißt, so kennen wir nun niemanden mehr nach dem Fleisch, sondern wir kennen die Leute nur noch in Christus. Wenn du dazu beitragen willst, dass dein Mann ein Mann von Ehre sein, von Ehre wird, fange an, ihn heute zu ehren. Selbst wenn er diese eine oder andere Ehre noch, deiner Meinung nach, noch gar nicht verdient. Ehre ihn. Und ihr lieben Frauen, und ihr lieben Männer, wenn ihr Frauen wollt, okay, jetzt bin ich raus. ihr Frauen, wenn ihr wollt, dass eure Männer euch, nein, ihr Frauen, genau, sorry, ihr Frauen, beginnt einfach damit, mehr in eurem Mann zu sehen, als wie ihr zurzeit seht. Seht Christus in ihm. Und das wird ihn herausfordern. Und vielleicht wird es auch lange dauern, vielleicht wird es schmerzhaft, aber finde du deinen Frieden darin, Christus gehorsam zu sein, unabhängig davon, was bei deinem Partner passiert. Und die Männer genauso, wenn ihr geehrt werden wollt, fangt an, radikal eure Frau zu lieben. Und das ist eine männliche Liebe. Das ist eine zärtliche Liebe und das ist eine aufopfernde Liebe und das ist eine entschlossene. Es ist eine mannhafte Liebe. Das ist keine Macho-Liebe. Es ist eine zärtliche und gleichzeitig starke Liebe, mit der wir berufen sind, unsere Frauen zu lieben. Nämlich so, wie Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat, so sollen wir lebendige Opfer sein. Und ihr Lieben, als Haupt sind wir dazu gerufen, den Anfang zu machen. Und das spricht dich in deiner Seele an, das weiß ich. Denn du willst ein Mann sein, der ein aufopfernder Mann ist, der sich hingibt, der würdig ist, geehrt zu werden. Dann fang heute damit an, durch Christus. Und hol dir die Hilfe. Und guck doch heute mal, ich weiß, unser Büchertisch, der hat mehrere Bücher als eins über das Wesen eines Mannes und wie man ein Mann nach dem Herzen Gottes wird. Und genauso für die Frau. Lass uns da aufstehen und ermutigt sein durch Gott. Ja, ihr Lieben, Mensch, ich hätte so viel noch zu sagen, aber ich möchte versuchen, jetzt das ein bisschen kurz zu fassen. Die Rolle der Frau in der Familie ist, ihr seid zu Hause. Ihr seid das Zuhause, liebe Frauen. Ihr seid das Zuhause eurer Familie. So wie der Heilige Geist in der Dreieinigkeit ist, so seid ihr für eure Familie. Denn der Geist Gottes kommt in uns und er bereitet, wie Jesus es gesagt hat, eine Wohnung, sodass der Sohn und der Vater kommen und wir Gemeinschaft haben im Heiligen Geist. Ihr baut ein Zuhause. Ihr baut Geborgenheit. Es sind nicht die vier Wände, sondern vielmehr seid ihr es. Und ich wünsche, dass ihr darin Herrlichkeit seht. Und dass sie sagt, ich möchte für meine Familie ein herrliches Zuhause sein und bauen. Und wer das als minderwertig bezeichnet, der bezeichnet den Heiligen Geist als minderwertig. Denn wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und so haben wir Gemeinschaft mit Christus und dem Vater und auch miteinander. In der Gemeinde sollen Frauen nicht einfach nur Mitläuferinnen sein, sondern, wie es in Titus 2 heißt, Lehrerinnen des Guten. Genauso wie Priscilla und Aquila, Mann und Frau, gemeinsam mit Apollos zusammengesessen haben und ihm mehr und mehr den Weg des Heils ausgelegt haben, so seid auch ihr Frauen berufen in der Lehre des Wortes Gottes, in Theologie, in tiefem Verständnis und Erkenntnis gegründet zu sein und dadurch diese Gemeinde zu bereichern. Nicht so wie die Männer, sondern so wie ihr als Lehrerinnen des Guten, indem ihr euch gegenseitig, auch als Frauen, ermutigt und anleitet und voranbringt und füreinander da seid. Ich würde so gerne noch in Sprüche Kapitel 31 eigentlich schauen. Ich könnte es zu Hause nachlesen. Wir sehen hier auf jeden Fall kein stilles Mäuschen.
Und das denken manche Gemeinden, auch gerade Gemeinden, die dafür einstehen, dass so nach dem Motto, ja, wir halten die klassische Rollenverteilung aufrecht in unserer Gemeinde und sie erkennen gar nicht, dass sie Frauen komplett falsch behandeln und demütigen. Wir wollen nicht aus dem Motiv heraus, der Bibel gerecht zu werden, in dieses Extrem fallen, sondern wir wollen die ganze Bibel beachten. Und wenn ihr nur Sprüche 31 liest, da seht ihr kein stilles Mäuschen von Frau. Da seht ihr eine kompetente, charakterliche, starke, gegründete und zielstrebige Frau, die weiß, was sie will. Und das sollt ihr sein, liebe Frauen. Aber halt, wie es in 1. Petrus 3 heißt, in einem Geist der Sanftmut und Stille, der für Gott sehr kostbar ist. Ihr Männer, ihr seid kostbar für den Herrn. Und ihr Frauen, ihr seid kostbar für den Herrn. Als Frauen, als Gemeindemitglieder, als Mütter. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur die Rollenverteilung, die Gott uns gibt, akzeptieren oder gar tolerieren, sondern dass wir so lange in der Bibel leben, bis wir darin Herrlichkeit sehen. Bis du sagst, das will ich sein. Und wenn du das tust, wirst du herausfinden, wie bei allem, dass das deine Erfüllung ist und das deine Bestimmung ist. Eine Frau begegnete Jesus und sie sagte zu ihm, glückselig die Frau, die dich geboren und die Brüste, die dich gesäugt haben. Und Jesus sagte, ja vielmehr glückselig der, der das Wort Gottes hört und bewahrt. Mein Gebet ist, dass durch das Kreuz von Christus, der unseren alten Menschen getragen hat, den dominanten, herrschsüchtigen Mann und die manipulative, herrschsüchtige Frau, dass der Christus, der uns als solche getragen hat und jetzt in unseren Herzen wohnt, dass er uns dazu bewegt und wir auch aktiv darin sind, danach zu trachten, Männer und Frauen im Bilde Gottes und in seiner Berufung zu sein. Denn dann werden wir hier stark werden. Und die Gemeinde ist immer so stark wie ihre Väter und Mütter in Familien und Gemeinde. Möge der Herr es tun. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr, du siehst, wie wir abgedriftet sind und auch die Gesellschaft, die ganze Welt. Und das Schlimmste ist, wenn wir dem Ganzen auch noch Glauben geschenkt haben und daran zweifeln, ob dein Weg wirklich der beste ist. Und ich bitte dich, dass du in unsere Gemeinde schenkst, dass wir uns nicht der Welt anpassen, auch nicht von der Welt abschotten, sondern dass wir wirklich hier ein Ort sind, wo die Wahrheit, und zwar die herrliche und erfüllende und frohmachende Wahrheit deines Wortes bezeugt wird. Bitte lass dich so ein Ort sein, aber nicht nur, wo es bezeugt wird, sondern auch, wo es gelebt wird. Und ich bete für alle Männer und Väter, die am Boden sind, die versagt haben, denen ihre Sünde bewusst ist, dass du ihnen, wie wir es auch vorhin gehört haben, dass du ihnen jetzt zusprichst, dass sie zu dir kommen dürfen als schwache Männer, als gefallene Männer, damit sie stark werden durch dich, Herr Jesus. Und ich möchte jeden Mann jetzt wirklich auffordern in diesem Gebet, komm jetzt zum Herrn mit dem, was der Herr dir gesagt hat. Und Vater, danke so sehr für unsere Mütter. Danke so sehr für meine Mutter. Danke so sehr, Herr, für ihre wertvolle, herrliche, einzigartige Berufung. Ich bitte, dass du uns als Männern schenkst, dass wir das in Ehren halten und wirklich von Herzen wertschätzen. Und dass, wenn ungläubige Menschen hier reinkommen, dass sie uns nicht vorwerfen können, dass hier Frauen falsch behandelt werden, sondern im Gegenteil, dass die, die hier reinkommen, dass sie eine Sehnsucht in ihrem Herzen entfacht bekommen und sich sagen, ja, das ist, wonach ich mich sehne.
Und so bete ich auch für unsere Frauen, Herr, dass du sie da, wo notwendig, zur Umkehr führst, dass du ihnen da begegnest, wo sie jetzt vielleicht Schuld erkannt haben, dass du ihnen da deine Gnade schenkst. Ich möchte auch alle Frauen einladen, komm jetzt zum Herrn, zu deinem Hirten, zu deiner Kraft, zu deiner Vergebung. Und ich bete, Jesus, dass du neu deinen Geist ausgießt und dass wir den neuen Menschen in Christus, als Mann und Frau im Bilde Gottes, dass wir diesen neuen Menschen hier wirklich mehr und mehr und mehr ausleben und das Glück und die Herrlichkeit hier auch erleben, was das bedeutet, in deiner Bestimmung zu leben. Mach uns neu, Herr Jesus, ich bitte dich. Zur Ehre unseres wunderbaren Gottes, der uns gemacht hat und der uns auf eine ganz wundersame Weise herrlich gemacht hat, in deinem Bilde. Danke, dass all deine Gnade für uns bereit ist und auch all deine Kraft zur Veränderung. Und möge dein Wort jetzt nicht nur gehört sein, sondern Wurzeln schlagen. Das ist mein Gebet, Vater, zu deiner Ehre. Amen.